Heute bauen wir ein typisch deutsches Häuschen und zwar einen Bungalow. Kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon in eurer Nachbarschaft gesehen. Vielleicht wohnt ihr sogar selbst in einen. Den wollen wir natürlich heute bauen, mit natürlich auch noch einer Haustour, damit ihr euch so ein bisschen angucken könnt, wie man sich sowas einrichten kann. Wenn du dich dafür interessierst, blende ich dir gerne schon mal die Zeit ein, dann kommst du zur Haustour. Andernfalls schnapp mir ein paar Blöcke und fang mal an. Für unseren Bungalow holen wir uns dann einfach mal ein bisschen grauen Beton raus und weißer Beton. Die Farbe könnt ihr aber ändern, indem ihr natürlich selber entscheidet, wie soll denn euer Bungalow aussehen von der Farbe her. Das ist einfach nur mein Musterexemplar und daher freie Wahl. So, dann holen wir uns noch ein paar glatte Quarzstufen raus, polierte Andesitstufen, dann ein paar polierte Schwarzsteintreppen, davon die Stufen oder den Block, also dann nehmen wir eigentlich beide Varianten so ein bisschen, aber eine Stufe reicht auch. Davon dann nochmal das Gleichspiel mit unseren Schwarzsteinziegeltreppen und da auch nochmal Block wie Stufen dabei. Und als Bonus abgezogen Schwarzeichenholz, die Baumstämme ohne Rinde. Wie immer geht es erstmal los, dass wir unseren Grundriss und zeichnen bei unserem Häuschen. Nehmt einfach euren grauen Beton und dann geht es erstmal mit einer geraden Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Blöcke. Sobald wir dann diese 22 Blöcke haben, geht es nochmal an den Seiten nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 19 Blöcke. So, andere Seite ziehen wir auch nochmal 18 Blöcke, einfach mal glatt nach hinten weg. Solltet dann einfach hier jetzt nicht unbedingt zählen, guckt einfach, ob ihr dann genau hier abschneidet. Dann wird Zeit, dass wir jetzt auch in die Mitte wieder gehen. Hier setzen wir, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt einfach mal von der offenen Seite gucken, auf der rechten Seite insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin, sodass wir 8 Blöcke haben. Und auf der anderen Seite machen wir es ein bisschen kürzer und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin, sodass wir 6 Blöcke haben. Jetzt gehen wir zu den Seiten wieder und setzen zwei einzelne Blöcke. Machen wir immer synchron auf beiden Seiten und dann haben wir hier noch 4 Blöcke, die könnt ihr an sich erstmal zuziehen. Wir kommen auch gleich dazu, unsere Wände schon mal ein bisschen vorzuzeichnen, bevor wir den Boden uns reinziehen. Da bleiben wir am besten einfach immer noch bei unserem grauen Beton. Wo fangen wir am besten an? Ich glaube, wir fangen auf der Vorderseite an, auf der linken Seite. Gehen wir jetzt einmal zur Seite weg. Da lassen wir jetzt an sich 6 Blöcke Platz. Ab dem 7. setzt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Hier beim 4. mal zur Seite eingehen, ein freilassen für eine Tür und wieder 4 Blöcke hin. So, jetzt gehen wir hier einmal nach oben, 2 Blöcke, ein freilassen und wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Biegst zur Seite ab, zieht es zur Wand. Zur anderen Seite einen Block freilassen, 2 hin und dann einmal bis nach oben hin und dann kommen wir hier perfekt hier einmal in die Ecke rein. Dann geht es weiter, dass wir jetzt hier das nächste Zimmer machen. Lasst davor wieder einen Block Platz und dann gehen wir zur Seite 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hier hin. Ihr könnt es einmal bis nach oben ziehen und dann nochmal davor einen weiteren Block lassen. Dann lasst ihr 2 Blöcke Platz, könnt ihr einen Dreier hinsetzen, zur Seite geht ihr nochmal 4 Blöcke, geht dann hier nochmal komplett einmal runter zur Wand. Und dann machen wir hier, dass wir hier eine Tür haben, nochmal einen weiteren Block hin. Ich benutze jetzt für meinen Boden einfach hellgrauen Beton. Einfach als Muster, aber ihr könnt euch das natürlich schon gestalten, wenn ihr wollt. Andernfalls nimmt auch irgendein Block und bezieht jetzt erstmal hier den Innenbereich. Wenn ihr den Boden soweit fertig habt, geht es jetzt weiter, dass wir die Wände hochziehen. Und zwar können wir jetzt komplett auf unseren grauen Beton 1, 2, 3, 4 mal unseren weißen Beton setzen. Und den können wir erstmal ganz gemütlich überall langziehen. Wenn ihr es denn soweit habt, nehmen wir jetzt einmal unsere glatten Quarzstufen und können die jetzt oben an der letzten Blockschicht hier einmal in jeden Raum nochmal verteilen. Bei der Decke muss man aber auch beachten, wenn du natürlich deine Wandfarbe geändert hast, ne, sagen wir sie ist mal orange oder sie ist rot, müsstest du vielleicht auch die Deckenfarbe anpassen. Aber das ist halt immer Geschmackssache. So, weiter geht es jetzt, dass wir schon den Vorbau machen fürs Dach. Dabei nehmen wir jetzt unsere polierten Andesitstufen und zwar wollen wir die jetzt hier einmal ringsrum ziehen. Wir haben jetzt auf der Rückseite natürlich, sage ich mal, das so gemacht, dass es hier ein bisschen enger zuläuft. Das macht aber nichts. Da sitzt ja auch einfach unsere Stufen einfach, ups, natürlich nicht so ein bisschen tiefer, sondern ganz normal hier einfach gerade einmal ringsrum wie so ein schönes Viereck. Sobald ihr die dann einmal rumgezogen habt, nehmt ihr mal einfach eure polierten Schwarzstein, Treppen hier einfach mal zur Hand. Die ziehen wir jetzt erstmal hier einmal ringsrum. Das Schöne ist bei diesen deutschen Bungalows, die Dächer sind sehr flach und pyramidenartig. Das heißt, die erste Reihe machen wir halt mit einer Treppe. Danach geht es eigentlich nur noch weiter mit Stufen. Also man kann das jetzt ja einfach ganz gemütlich hier immer so einmal nach oben ziehen. Meine Empfehlung, macht das einfach mal von 2 Seiten und dann seht ihr einfach, wo die euch treffen. So, bei mir läuft das Ganze schon zusammen. Und wir machen das so hoch, dass wir hier eine Breite von 3 haben. Die Länge ist ein bisschen halt länger, aber halt eine Breite von 3. So, heute ziehen wir uns, sage ich mal, hier unser Pyramiden das so ein bisschen hoch mit unseren Stufen. Ich habe jetzt schon mal eine Seite fertig. Fehlen natürlich noch die anderen 3 Seiten. Die werde ich jetzt natürlich gleich mal hinterherziehen. Sind wir oben dann angekommen bei unserer Dreierfläche hier. Jetzt können wir auch mal gucken, was haben wir denn hier für eine Länge. 6. Also Breite 3 und Länge 6, was wir hier haben. So, jetzt wollen wir das Dach noch ein bisschen verfeinern. Man kann es so lassen, keine Frage, wenn es einem jetzt schon gefallen sollte, aber man kann immer noch ein bisschen was verbessern. Jetzt kommen natürlich unsere polierten Sachen zum Einsatz. Und zwar möchte ich jetzt mich hier einfach immer nur diese Schräge an der Ecke hier nochmal verändern, damit wir hier nochmal, sag ich mal, wie so eine Regenrinne haben, sag ich mal, wenn das Regenwasser hier so nach unten geleitet wird. Dabei setzen wir jetzt hier einfach unsere Stufen dann hier einfach mal, zack, überall mal ein. Dabei tauschen wir jetzt hier einfach mal die Stufen ein bisschen aus. Hier ganz oben würde ich mal sagen, dass wir hier in der Mitte die 4 Stufen hier mal austauschen, so wunderbar. Und dann ziehen wir das jetzt einfach zu jeder Seite hier nochmal so runter. Wenn wir das dann an jeder Seite getan haben, kommen wir nochmal zur Rückseite. Und zwar haben wir ja, sage ich mal, hier so ein bisschen das Dach überstehen. Und das möchte ich mir gerne hier, sage ich mal, noch ein bisschen verkleiden. Das heißt, ich habe mir jetzt nochmal eine polierte an diese Treppe rausgeholt. Die möchte ich mir gleich, wenn ich hier hinterkomme, so wunderbar, einmal dahinter setzen. Und daran setze ich mir dann, oh, müssen wir auch machen hier, dahinter setzen wir dann auch nochmal eine weitere Stufe. Na, dann zack, einmal hier drüber, überall, wo man, sage ich mal, das Dach hier sehen kann. So lassen wir es noch nicht. Wir haben ja immer noch unseren weißen Beton und jeder Bereich, der jetzt hier noch so sichtbar ist, den könnt ihr hier nochmal den weißen Beton einfach mal zumachen. So, hier haben wir auch noch ein Löchlein. So, wunderbar. Andere Seite haben wir es. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon fast alle unsere Blöcke verbaut. Einer ist noch übrig und zwar unser abgezogenes Schwarzeichenholz. Und weil ich jetzt denke, wir müssen jetzt nicht unbedingt von draußen ziehen, gehen wir jetzt einmal rein. Wir haben ja, sag ich mal, hier unseren Flur. Und beim Flur könnt ihr hier einfach mal zack so ein 2×3 Bereich hier mal freihauen. Ob ihr die Tür jetzt auf die Seite legt oder auf die Seite, ist ganz euch überlassen. Aber vielleicht machen wir doch lieber so einen 3×3-Bereich. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Ja, dann setzen wir einmal unseren Baumstamm in die Mitte hier einmal hin und dann wechseln wir mal kurz die Blöcke. Nun kommen wir natürlich zum Abschluss. Das heißt, wir setzen noch unsere Fenster rein, Türen und sogar noch ein paar Regenrohre. Dafür brauchen wir jetzt natürlich ein bisschen Glas. Ich empfehle euch jetzt einfach mal schwarzes Glas, weil ich jetzt ein weißes Haus habe, passen die Fensterscheiben eigentlich am besten rein. Wenn euer Haus natürlich eine andere Farbe habt, müsst ihr das natürlich einfach ein bisschen anpassen. Dann holen wir uns noch ein paar Schwarzeichentüren raus, finde ich ganz passend. Und dazu dann die passende Treppe, dann noch ein bisschen Steinziegelmauern und ein Trichter. Kommen wir gleich mal vorne zur Tür, dass die schon mal weg ist. Und zwar könnt ihr euch die hier einfach mal reinsetzen. Wer möchte, kann sich ja dann noch so einen Tritt nach oben basteln. Wie der aussehen kann, zeige ich dir dann gleich bei der Haustür. Und daneben mache ich mir einfach noch eine kleine Fensterfront. So, einfach mal das Glas rein. Jetzt kommen wir natürlich dazu, uns die Fenster reinzubauen. Auf der Vorderseite befinden sich insgesamt 3 Fenster. Wir fangen am besten auf der linken Seite an. Lasst einfach 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier einfach so ein 2×2 Fenster rein. Nochmal so ein Fenster wollen wir gleich neben unsere Tür bauen. 2 Blöcke Platz lassen, dann schlagen wir hier wieder so ein 2×2 Fenster weg. Gleich daneben lassen wir wieder 2 Blöcke Platz und schlagen ein 3×2 Fenster rein. Auch hier könnt ihr gleich wieder die Glasscheiben einsetzen. Wir biegen dann gleich mal zur Seite ab. Auf der Seite mache ich mir insgesamt nur ein Fenster rein. Ihr könnt es natürlich auch nochmal noch erweitern, wenn ihr meint, ihr wollt noch mehr Fenster haben, denn dann macht es ruhig. Ansonsten lasse ich jetzt auf der Rückseite insgesamt 5 Blöcke Platz. Jetzt muss ich selber hier mal kurz gucken. Ich nehme mal kurz mal hier einen Block zur Hilfe, 5 Blöcke. Dann schlage ich einfach hier so ein 3×3 Fenster rein. Weiter geht es dann bei uns auf der Rückseite. Hier wollen wir natürlich auch noch ein paar Fenster uns reinhauen. Einmal hier auf der Seite würde ich sagen wieder ein 2×2 Fenster schön hier in der Mitte. Gleich geht es dann weiter. Hier möchte ich mir gerne hier in dieser 1, also bei dieser einen Blockreihe hier, mein so ein 2er Fenster mal reinhauen. Naja, was heißt 2er Fenster? Eigentlich in einer Fenster mit einfach ein paar Glasblöcken, weil Glasscheiben, die passen da leider jetzt nicht rein. Auf der Rückseite setzen wir auch gleich hier einmal unsere Türen ein. Und wenn wir schon diese Türen einsetzen, können wir es auch gleich mal auf der in unserem Häuschen hier einmal machen. Wenn wir hier schon mal drin sind, können wir hier gleich mal ein bisschen durchgehen und gucken, wo passt hier was hin. Gut, dass wir auch nochmal reingegangen sind, denn mir fällt noch eine kleine Verbesserung auf. Wir können uns ja nochmal unsere Stufen rausholen, hier unsere Quarzstufen. Und über diesen Trägern, die wir jetzt, sage ich mal, hier im Flurbereich haben, nochmal so ein bisschen abstützen. Find, sieht ein bisschen gemütlicher aus. Wenn es natürlich irgendwann mal Betonstufen gibt, dann könnt ihr die gerne nehmen, dann verbinden sie sich noch ein bisschen besser mit der Wand. Aber ansonsten erstmal die Quarzdinger. Na gut, sind wir drin erstmal fertig, gehen wir wieder raus. Zwar müssen wir jetzt auf der Rückseite, auf der anderen Seite auch nochmal Fenster machen. Auch hier wieder bei diesen einzelnen Block setze ich mir einfach mal 2 Blöcke hin. So. Denn so gucke ich mal hier, möchte ich jetzt 2 Blöcke Platz lassen. Und dann schlage ich mir jetzt hier einfach mal ein 3×3 Fenster einmal rein. So ein bisschen größeres, kann man auch aufmachen, denn um so auf seine Terrasse zu kommen, ganz einfach gesagt. Damit haben wir die Rückseite abgearbeitet, fehlt natürlich nur eine Seite. Hier möchte ich mir nur insgesamt ein Fenster machen, aber ihr könnt immer mehr machen, wenn ihr wollt. Ich gucke jetzt einfach mal von der Vorderseite und zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 und 8. Reihe mache ich mir einfach mal hier, zack, so ein 2er Fenster mal rein. Und dann sind wir fertig mit den Fenstern. Was wir jetzt noch machen können, sind Regenrohre. Und zwar auf der Seite möchte ich gerne mir den hinteren Bereich noch ein bisschen mit einem Regenrohr verkleiden. Lasst da einfach mal 2 Blöcke auf der Rückseite Platz. So, Mauer hin und Trichter oben hin und fertig. Noch so ein Ding möchte ich mir gerne auf der Vorderseite einmal hinsetzen. Und zwar finde ich das ganz passend, wenn ich mir das jetzt hier einmal hinsetze. Aber ihr könnt es natürlich auch komplett auf der gegenüberliegenden Seite machen. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen Platz an der Wand, wenn ihr euch da kein Fenster hingemacht habt, da könnt ihr es auch gerne verteilen. Aber ansonsten sind wir damit durch. Die Blöcke tue ich mal weg. Kleiner Überprüfungscheck. Ne, Kiste ist leer. Wir haben das Haus fertig. Jetzt gucken wir uns natürlich noch an, wie es aussieht, wenn man es sich einrichtet. Wir kommen natürlich erst einmal für die Draußenanlage, wie man sich natürlich hier ein bisschen gestalten kann. Ich habe mal so einen ganz anderen Stil gemacht, einfach mal so eine kleine Auffahrt, dass man hier einfach mal ganz gemütlich rauffahren kann. Kein irgendwie so ein Stellplatz fürs Auto, wo das, sage ich mal, sicher ist vom Regen. Einfach, dass es da draußen steht. Ne? Ein paar Beleuchtungsanlagen und fertig. Ihr seht auch hier gleich den Tritt, wie man ins Häuschen kommt, immer ganz einfach. Hier mit ein paar Treppen sich einfach mal hier ein bisschen gebastelt. Reicht da schon völlig aus. So, jetzt gehen wir aber noch nicht rein. Wir gucken hier mal kurz an den Seiten. Ihr könnt euch die Seiten natürlich leicht verkleiden mit Büschen oder sowas, ne? Damit das halt nicht so kahl ist. Auf der Rückseite, ja, habe ich halt mir gleich eine Terrasse gebastelt mit Liegestühle. Hier so noch so ein kleines Dächlein hier, was man so ausschieben kann, ne? So ein kleines Vordach. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen Deko sich überall platzieren. Aber ich habe das eigentlich ein bisschen kahl gelassen. Ich wollte das jetzt nicht zu doll zumüllen. Vielleicht auch ein bisschen Gartenbereich. Hier sagen wir, vielleicht wollen die hier noch irgendwas anlegen. Haben sich schon ein bisschen Stein angekarrt. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, hey, ein Garten. Bauen ja manche auch ein bisschen was an, vielleicht hier ein paar Beeren oder irgendwas. Nö, man kann sich ja austoben. Reden kann man ja viel. Jetzt wollen wir mal gucken, wie Leute in einem Bungalow leben. Gehen wir mal am besten hier rein. Wir kommen natürlich erstmal in einen schönen großen Flur rein, mit einem schönen Schrank. Ein bisschen Stauraum kann man ja immer gut gebrauchen. Ja, gleich hier zur Seite haben wir das erste Zimmer und zwar ist das hier einfach unser Gäste-WC. Es hätte jetzt auch die Größe gehabt, dass man hier auch vielleicht einen Abstellraum sich reinbasteln könnte, aber das ist ja dann, sage ich mal, Geschmackssache. Ich habe auch mal jetzt mal dran gedacht, mir Gardinen zu hängen, weil ich denke mal, ja, hier ist die Toilette, man möchte ja nicht unbedingt, dass jeder, der irgendwie vorne vom Haus langläuft, eigentlich sieht, wie man hier hockt, ne? Und daher mal ein bisschen dran gedacht, an Gardinen. Aber egal, gehen wir mal ein bisschen weiter hier. So. Wo wollen wir erst hin? Ich glaube ins Wohnzimmer, das ist eigentlich ganz passend. Guck mal, hier habe ich erstmal einen schönen Läufer mir einfach mal schräg hingebaut. Ich finde, das ist ganz einladend. Natürlich hier unsere schöne große Couch. Also diesmal haben wir wirklich eine fette Couch mit Sessel natürlich an der Seite. Hier haben wir auch noch einen schönen Fernseher dabei. Ein bisschen Deko kann man sich ja überall platzieren, so ein paar Regale oder sowas. Ne? Das, ja, was halt einem so ein bisschen einfällt, was man hier hinsetzen kann. Denn auch mal war hier so ein Tisch, der, sag ich mal, an die Wand irgendwie angebaut ist. Finde ich auch ganz nett. Und dann haben wir noch hier eine kleine Küche. Da kann man sich auch ein bisschen Deko überall platzieren. Und ich finde ganz cool hier die Idee mit so einem Kühlschrank, wo man sich unten ein Lagerfeuer hinbastelt. Das heißt, wenn du an den Kühlschrank gehst, hast du auch mal was drin. Ne, ist doch besser, als wenn der einfach so leer wäre. Na gut, so viel hier zum Wohnzimmer. Gucken wir uns noch die anderen Räumlichkeiten an. Und zwar, ich streame jetzt ab und an immer wieder auf Twitch. Und da habe ich dabei auch hier dieses Häuschen live eingerichtet. Und da hatte ich auch gefragt, was soll denn eigentlich in so einen Hobbyraum rein? Weil ich hatte jetzt immer in den letzten Häusern ja schon einen Gaming-Raum gemacht oder so mit Billardtisch oder Pipapo mal gebaut. Aber das möchte ich ja nicht jedes Mal wiederholen, wenn wir ein Häuschen bauen. Und daher habe ich da mal gefragt und da hat einer aber eine coole Idee gehabt. Und zwar, wie wäre es denn mit einem Bastelzimmer? Das ist doch mal eine geile Idee. Oder wo man hier, sag ich mal, vielleicht irgendwas näht oder ja, irgendwie so Kunstwerke oder sowas macht. Habe ich ja natürlich jetzt erstmal natürlich an so eine kleine Schneiderei, so eine Privatschneiderei gedacht, dass hier einer ein bisschen rumbastelt. Hier, guck mal, so ein kleiner Stehspiegel, dass man immer angucken kann, ne? Was habe ich mir jetzt hier geschneidert? Sieht das gut aus oder nicht? Hier ist dann die kleine Bastelecke. Ist auch mal eine geile Idee. Ne? Das sieht man nicht so oft und oh, ist auch schick. Na gut, gehen wir gleich mal weiter hier. Jetzt kommen wir mal in das schöne Badezimmer. Also wie gesagt, ein Gästebadezimmer muss ja nicht unbedingt sein, wenn man ja sowieso schon ein großes Badezimmer hat. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich glaube, dazu muss man nicht so viel sagen. Ich habe hier sogar mal wieder eine funktionierende Dusche eingebaut. Ich finde immer das ganz fetzig, wenn man halt auch was benutzen kann in so einem Badezimmer. Als wenn das ja alles, sage ich mal, nur so ein bisschen Deko ist. Ja, dann gehen wir gleich mal wieder weiter in jetzt die Schlafzimmerbereiche. Wir haben natürlich jetzt hier einmal das Elternschlafzimmer oder ich sage mal, Bungalows wohnen ja auch ein bisschen mehr die Großeltern. Könnte ja auch sein, dass hier die Großeltern wohnen. Und dann haben die hier natürlich ihr schönes Schlafzimmer. Ich glaube, dazu muss ich halt nicht allzu viel sagen. Und dann habe ich mir halt natürlich gedacht, wenn jetzt hier die Großeltern wohnen, haben sie natürlich vielleicht ab und zu auch ein Enkelkind dabei. Und da hat er natürlich auch noch hier sein Zimmer. Das Schöne ist auch, hier kommt man auch gleich dann zur Terrasse. Also er hat wirklich den Weg gleich raus hier. Wenn man möchte, ab in den Garten, ab in den Swimmingpool. Leider haben wir keinen, aber naja, kann ja alles noch kommen. Und somit haben wir dann unseren Bungalow fertig gebaut. Innen drin ist es natürlich Geschmackssache, wie man es sich einrichtet. Da habt ihr ja viele Freiheiten. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich noch viel Spaß beim Nachbauen. Und wenn du noch weitere Häuser brauchst, guck mal in unsere Infobox nach. Oder auch am Ende ist noch mal eine Playlist verlinkt. Da findest du noch weitere solche Häuser. Ich bedanke mich sonst immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund und dann haut's rein. Und tschüss.